Karlsruherinnen und Karlsruher, liebe Menschen von nah und fern. Wir haben zu einer Mahnwache eingeladen, weil wir uns nicht alleine mit unserer Fassungslosigkeit, unserer Hilflosigkeit, unserer Wut, unserer Enttäuschung, aber auch unserem festen Willen, diese Entwicklung, einen Angriffskrieg eines Präsidenten gegen einen souveränen Staat mitten in Europa, nicht gefallen lassen wollen, weil wir das gemeinsam miteinander uns bekräftigen wollen, zum Ausdruck bringen wollen, gemeinsam zusammenstehen. Sie sind alle gekommen und sind diesem Aufruf gefolgt. Und das zeigt, wir stehen zusammen in dieser Stadt. Wir stehen zusammen als Stadtgemeinschaft. Wir setzen damit aber auch ein starkes Zeichen. Und überall werden an diesem Wochenende solche Zeichen gesetzt. Und das ist auch ein Appell an die Weltöffentlichkeit, nicht in die Normalität überzutreten, nicht nachzulassen, für Freiheit und Demokratie einzustehen. Und dafür bedanke ich mich bei Ihnen schon mal ganz persönlich, aber auch im Namen aller, die so denken und handeln wie Sie. Ich darf Ihnen kurz die Redner, Rednerinnen vorstellen, die jetzt hintereinander ans Mikrofon treten und einige Gedanken, einige Aspekte mit Ihnen teilen wollen. Im Mittelpunkt steht das Zusammenstehen mit den Menschen in der Ukraine. Das treibt uns im Moment alle an und das soll auch im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen. Zunächst freue ich mich, dass Professor Dr. Stefan Habert, der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, zugesagt hat und heute hier ist. Das knüpft an eine Tradition an. Das knüpft an eine Tradition an, dass schon nach den Anschlägen auf das World Trade Center in einer ähnlichen Veranstaltung der damalige Bundesverfassungsgerichtspräsident und der damalige Oberbürgermeister gemeinsam gesprochen haben und zeigt nochmal die tiefe Verbundenheit, die wir mit der Residenz des Rechts, mit der Stadt des Rechts, mit diesen Institutionen verbinden. Ich freue mich, dass Dr. Ute Leidig, unsere Staatssekretärin aus dem Ministerium für Soziales und Integration und Landtagsabgeordnete hier ist und für die Landesregierung sprechen wird. Ich würde dann für die Stadt nochmal das Wort an Sie richten. Dann freue ich mich, dass Birte Wulfes von Amnesty International hier in Karlsruhe, sie ist Sprecherin der Hochschulgruppe von Amnesty International, hier ist Katrin Devaux von der Flüchtlingshilfe Karlsruhe und zuletzt wird die Veranstaltung Uljana Senjuk vom deutsch-ukrainischen Verein Ukrainer in Karlsruhe die kleinen Beiträge abrunden. Vielen Dank nochmal, dass Sie alle gekommen sind und ich darf jetzt an Professor Dr. Stefan Habert übergeben. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Frau Staatssekretärin, liebe Karlsruherinnen, liebe Karlsruher. Mitten in Europa herrscht Krieg. Mehr als 75 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und der Befreiung vom Nationalsozialismus. Mehr als 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Berliner Mauer ist eingetreten, was zuletzt außerhalb der Vorstellungskraft vieler lag. Voller Bangen haben wir in den letzten Wochen nach Russland und in die Ukraine geschaut, haben sehnsüchtig ein Zeichen der Entspannung herbeigefleht. Heute wissen wir, all unser Hoffen war vergebens. Russlands Präsident Putin hat die Ukraine angegriffen und führt Krieg. Uns erreichen in diesen Tagen Bilder unermesslichen menschlichen Leids. Tausende haben ihr Leben verloren. Täglich werden es mehr. Männer und Frauen, die sich dem einmarschierenden Feind entgegenstellen, um ihr Land und um ihre Freiheit zu verteidigen. Unbeteiligte Zivilisten, die auch in Wohnungen keinen Schutz vor Bomben und Raketen finden. Kinder beklagen den Verlust ihrer Eltern, Eltern,
den Verlust ihrer Kinder. Über 1 Million Menschen sind auf der Flucht, mitten aus ihrem Alltag gerissen, ihre Familien zerrissen. Ob sie sich je wiedersehen werden, ist ungewiss. Treten wir all denen, die zu uns kommen werden, in Hilfsbereitschaft, in Zuneigung, mit Verständnis und mit Empathie gegenüber. Und trotz all dieser düsteren Nachrichten verheißen auch die aktuellen Meldungen nichts Gutes. Den Menschen in der Ukraine steht das Schlimmste womöglich erst noch bevor. Ihr Schicksal geht uns an. Ihnen gehört unser Mitgefühl. Wir verneigen unser Haupt vor ihren Toten. Wir trauern gemeinsam mit ihnen und bangen gemeinsam mit ihnen um ihre Zukunft. Hier, im friedvollen Karlsruhe, nur wenige Schritte vom Platz der Grundrechte entfernt, spüren wir, es geht auf den Schlachtfeldern in der Ukraine auch um uns. Das russische Regime hat den Menschen in der Ukraine das Recht auf ein Leben in Selbstbestimmung, auf ein Leben in Freiheit und Demokratie abgesprochen. Nichts scheint dieses Regime mehr zu fürchten als die Werte und Prinzipien, die wir miteinander teilen. Und deshalb ist der Angriff auf die Ukraine ein Angriff auf die freie Welt. Dieser Angriff bleibt nicht ohne Folgen. Europa ist erschreckt in die Glieder gefahren. Ein Ruck geht durch unseren Kontinent. Wir sind in diesen Tagen Zeugen weitreichender Entscheidungen. Deren volle Bedeutung wird sich wohl erst einst in einer historischen Rückschau abschließend beurteilen lassen. Das freie Europa rückt zusammen, gemeinsam mit unseren Partnern in der EU, in der NATO und in der Welt, auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist gut und richtig, und dennoch ahnen wir, für viele Menschen in der Ukraine kommt all dies zu spät. Verfallen wir aber auch in diesen Tagen nicht in einen russischen Abwehrreflex, verfallen wir nicht in die Ablehnung von Menschen allein aufgrund ihrer russischen Abstammung. Halten wir unser Herz. Halten wir unseren Blick und halten wir unser Herz auch offen, etwa für das Leid derjenigen russischen Soldaten und ihrer Familien, die für einen von ihnen verabscheuten Krieg missbraucht werden und dafür mit ihrem Leben bezahlen müssen. Das Bekenntnis zu Freiheit und Demokratie, zur Unantastbarkeit der Menschenwürde, besitzt eine Strahlkraft, die auf Dauer jeder Gewaltherrschaft überlegen ist. Mit dieser Gewissheit rufen wir nach Moskau: Stoppen Sie endlich diesen Krieg, geben Sie Menschlichkeit eine Chance, geben Sie den Menschen in der Ukraine eine Chance. Ich danke allen, die zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Kommen. Lassen Sie uns.
geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Professor Dr. Habert, liebe Menschen hier in Karlsruhe. Es ist Krieg, es ist Lebensmittelknappheit. Es ist davon auszugehen, dass derzeit 1,4 Millionen Menschen aus der Ukraine auf der Flucht sind, vor allen Dingen Frauen und Kinder. Viele von ihnen flüchten die angrenzenden Länder wie Polen, Ungarn und der Slowakei. Einige von ihnen sind auch noch bereits in Baden-Württemberg angekommen und es werden noch viele mehr werden. Jetzt gilt es, Solidarität zu zeigen mit den Menschen, die der Aggression Russlands ausgesetzt sind. Jahrzehntelang durften wir erleben, wie Europa immer enger zusammenwächst, wie alte Feindschaften aus Kriegszeiten überwunden wurden. Gemeinsam haben wir an einem vereinten Europa und damit an einem dauerhaften Frieden gearbeitet. Und wir haben alle von dieser Entwicklung profitiert. Wir durften in Frieden leben, wir durften in Freiheit leben, in Sicherheit und in Wohlstand. Der russische Präsident. Mir ist Ihnen entgegen, aber ich glaube, es ging Ihnen ähnlich. Die ersten Bilder der Bombardierungen des Artilleriefeuers des Vorbundes der russischen Armee in die Ukraine haben unvorstellbare Bilder vermittelt von moderner Infrastruktur, moderner Stadt, modernen Menschen und dann diesen schrecklichen Angriffen, die das alles so völlig ignorieren, die das so vernichten, die das so pulverisieren könnten und das, was dadurch ausgelöst wird. Ich frage mich persönlich aber die ganze Zeit auch schon, warum ihr es gleichzeitig, obwohl ich persönlich nie Krieg erlebt habe, teilweise so bekannt worden. Und da geht es mir, wie vielleicht auch vielen anderen, die ihre Eltern befragt haben, die ihre Großeltern befragt haben, die einen Bekanntenkreis in diesen Generationen haben, dass alle diese Dinge im kollektiven Erinnern unserer Gesellschaft, auch im kollektiven Erinnern von mir, weil ich das auch durch die Familienbande und anderes kenne und weiß, doch ein Stück schon Teil auch unserer Vergangenheit, damit unserer Gegenwart und ein Stück weit auch unserer Verantwortung geworden sind. Und wer sich da mit den Menschen unterhält, die dieses schon am eigenen Leib erlebt haben, im Kontext des Zweiten Weltkrieges und auch darüber hinaus, die haben Augenzeugenberichte bekommen von Nächten in Kellern und Luftschutzbunkern. Heute werden noch die U-Bahn-Stationen dazu erwähnt werden müssen. Die Angst, dort nicht zu überleben, die Angst, aber vielleicht auch dort nicht mehr rauszukommen, wenn der Angriff vorüber ist. Der Abbruch der ganzen Versorgungsketten mit Energie, mit Wasser, mit Lebensmitteln, mit Wärme. Die Zerstörung der Städte, der Infrastruktur. Man kommt aus dem Luftschutzbunker heraus und weiß nicht, ob das Haus noch steht, in dem man wohnt oder vielleicht das Nachbarhaus. Die Flucht der Frauen mit Kindern aus den Städten und Großstädten auf sogenannte Land, wo man dann von den Almosen auf der dort Wohnenden und auch dem Entgegenkommen angewiesen ist. Opfer über Opfer in der Zivilbevölkerung. Die Erfahrung, dass Männer weg sind in existenziell bedrohenden Situationen für die vor allem auch jungen Familien mit unter vielen Kindern. Die Erfahrung, dass Männer nicht mehr wiederkommen und die Kinder vaterlos aufwachsen müssen. Die Erfahrung, dass Männer zurückkehren aus solchen Kriegen, dann oft nicht mehr liebes- oder beziehungsfähig sind oder versehrt oder sonst wie chronisch erkrankt sind. Das Wissen um die Kriegsweisen, die solche Kriege produzieren, die in frühen Jahren keine Erfahrung von Bildung oder auch persönlicher Sicherheit erfahren konnten. Die Flüchtenden, die Flüchtlingstrecks, die Wohnungsnot und dann, wenn es denn dann zu einer entsprechenden Eroberung gekommen wäre, eventuell auch Misshandlungen, Übergriffe, Schwarzmarktplünderungen, Vergewaltigungen und vieles mehr. Alles das haben viele von uns auch in den eigenen Familien erlebt. Und all das haben wir zum Teil in diesen Familien erlebt, im Wissen, dass es die Täternation war. Und all das führt aus meiner Sicht auch dazu, dass vieles von dem, was wir dort jetzt erleben und fassungslos erleben,
gleichzeitig etwas in uns aufrührt. Und ich bin mir sicher, dass das nicht nur den Menschen in Deutschland so geht, sondern insbesondere auch in den Ländern, die von Deutschland seinerzeit erobert werden sollten und erobert wurden, sei das Frankreich, Großbritannien mit den Flächenbombardements auf der deutschen Reichswaffe, dann die Polen, die Sowjetunion und viele andere mehr. Und gerade im Wissen um diese Vergangenheit kämpfen wir seit Jahrzehnten um ein gemeinsames Verständnis einer Wertegemeinschaft in Europa und darüber hinaus. Ein Geflecht aus Beziehungen und Bündnissen, um nie wieder einen solchen Krieg erleben zu müssen. Die Idee, dass es auch andere Lösungen als kriegerische Auseinandersetzungen geben muss, diese Idee wird im Moment durch die Erfahrung überwölbt, dass sich dann aber auch alle dran halten müssen, sonst tritt doch ein Fall ein, der aus meiner Sicht eine Verteidigung legitimiert, ja geradezu nötig macht. Und da wird es auch darum gehen. Es wird darum gehen, ob wir einen Weg finden, aus dieser schlimmen Vergangenheit, der sich jetzt eine schlimme Gegenwart anschließt, in einem vereinten Europa und einer vereinten Weltgemeinschaft dann etwas Sinnvolles in der zukünftigen Zusammenarbeit und auch in der zukünftigen gemeinsamen Verantwortung zu bewältigen. Und dadurch sind wir alle aufgefordert, alle diese Gedanken einzubringen. Und diesen Weg verteidigen heute die tapferen russischen Frauen und Männer und viele andere Nationen, die sich trotz eines zunehmend repressiven Regimes trauen, Aufrufe zu unterschreiben für den Frieden, ihre Meinung zu äußern, sich um die gemeinsame Zukunft ihrer russisch-ukrainischen Familien Gedanken zu machen. Wir kennen viele solcher Familien aus Krasnodar und auch die Europäische Union, die NATO und alle, die arbeiten im Moment an so einem Konzept. Aber heute muss das gemeinsame Gefühl, das gemeinsame Empfinden mit der ukrainischen Bevölkerung im Vordergrund stehen. Ihnen gehört unsere uneingeschränkte Solidarität, Ihnen gehört unsere uneingeschränkte Unterstützung. Und wenn wir im Notfall im Sommer oder vor allem auch im Winter unsere Energieversorgung mal ein paar Grad runterfahren müssen oder ein paar andere Möglichkeiten nutzen sollten, uns auch weiter unabhängig zu machen, dann sollten wir auch dazu unsere Bereitschaft nicht nur hier durch Applaus erklären, sondern auch durch unser Handeln. Und wir sollten, und da kommen wir gleich noch dazu, wir sollten denen eine Sicherheit und eine Heimat bieten, die ihre Heimat im Moment verlieren, im gemeinsamen Bestreben am Ende Europa, aber auch deutlich darüber hinaus, wieder zur Heimat in Frieden, Freiheit und Demokratie zu machen. Vielen Dank. Der russische Krieg gegen die Ukraine ist nicht nur völkerrechtswidrig, sondern auch eine absolute Katastrophe gegen die Menschenrechte. Verletzungen dokumentiert. Wir beobachten seit Beginn der russischen Invasion eine Eskalation der Verstöße gegen humanitäres Völkerrecht und gegen die Menschenrechte. Wir sehen mit Entsetzen, dass viele ukrainische ZivilistInnen unter den Toten und Verletzten sind. Auch Kinder gehören zu den Opfern dieses Krieges. Tausende weitere Menschenleben sind momentan aktiv bedroht. Amnesty International hat wahllose Angriffe auf Wohngegenden, Krankenhäuser, Schulen und sogar Kindergärten dokumentiert. Dabei werden international geächtete Waffen, wie zum Beispiel Streubomben, eingesetzt. Außerdem werden ballistische Raketen in dicht besiedelte Gebiete abgefeuert. Wir fordern die Einhaltung von humanitärem Völkerrecht und Menschenrechten. Wir verurteilen die von Russland begangene Menschenrechtsverletzungen aufs Schärfste. Die ukrainische Zivilbevölkerung muss geschützt werden. Der Krieg ist
ist eine humanitäre Katastrophe. Seit seinem Beginn sind etwa 1,5 Millionen Menschen auf der Flucht. Diese Menschen haben ein Recht auf Asyl und dieses Recht muss ihnen gewährt werden. Wir fordern, dass alle Menschen, die aus der Ukraine fliehen möchten, Zugang zu europäischen Ländern erhalten und angemessen aufgenommen werden. Auch wir in Deutschland sind als Aufnahmeland gefragt. Alle Visumsbestimmungen und Einreisebestimmungen für Menschen, die aus der Ukraine fliehen, müssen ausgesetzt werden. Ohne Diskriminierung aufgrund von Staatsbürgerschaft oder Migrationsstatus in der Ukraine. Und Menschen gehören zusammen. Familien dürfen auf keinen Fall an der Grenze getrennt werden oder auf der Weiterreise getrennt werden. Und sie müssen schnell mit Familienmitgliedern in europäischen Ländern zusammengeführt werden. Menschen, die aus der Ukraine fliehen, müssen in Europa Schutz genießen und Zugang zu Versorgung und relevanten Dienstleistungen haben. Wir müssen jederzeit menschenwürdige Aufnahmebedingungen sicherstellen. Jetzt ist die Gesellschaft und insbesondere die Politik gefragt. Wenn wir über den russischen Krieg reden, müssen wir aber auch mit Bewunderung an die Menschen denken, die in Russland gegen den Krieg demonstrieren. Die Meinungs- und Informationsfreiheit wird in Russland stark eingeschränkt. Wer sich gegen die Regierung äußert, muss oft mit jahrelangen Haftstrafen rechnen. Auch die Pressefreiheit ist betroffen und freie Berichterstattung ist nahezu unmöglich. Und trotzdem gehen Menschen in vielen russischen Städten auf die Straße und demonstrieren gegen diesen Krieg, den auch sie nicht wollen. Es kam zu Tausenden verhaftet, das Völkerrecht zu achten und die Zivilbevölkerung der Ukraine zu schützen. Wir fordern zudem die Einhaltung der Menschenrechte in Russland. Der völkerrechtswidrige Krieg Russlands in der Ukraine muss sofort beendet werden. Dankeschön. Der Krieg ist da, keine 2000 Kilometer von uns. Und dieser Frieden, der uns so selbstverständlich, so alltäglich geworden war, zerbricht. Und es muss helfen. Wenn man sie braucht, ist die Flüchtlingshilfe sofort zur Stelle. Kurz, wir machen. Und das ziemlich professionell. Ich stehe heute hier vorne, aber mein Gesicht. Sie können das Kinderzimmer räumen, denn die Kleine schläft ohne Ehe im Elternbett. Wie gesagt, man könne zusammenrücken und das Elternschlaf sind das tägliche Gespräche. Wir danken Ihnen und euch vom Herzen für diese Hilfsbereitschaft. Die Tatsache, dass heute hier der Staat, das Land, die Stadt und die Zivilgesellschaft Schulter an Schulter stehen, ist der Beweis, dass wir von einem Nächsten der Ukraine. Vor 11 Tagen hat Russland einen Angriffskrieg gegen mein Heimatland, die Ukraine, gestartet. Wir, alle Ukrainer hier, haben es an diesem Tag aus Anrufen von unseren Eltern und unseren Verwandten erfahren. Wir waren fassungslos, denn an dem Tag hat Russland nicht nur die Ostukraine, sondern die gesamte Ukraine angegriffen. Mittlerweile wissen wir, nicht nur die Ukraine, sondern Europa und ihre Werte angegriffen. Und Professor Dr. Stefan Habert, Dr. Ute Leidig, Birte Wulfes, Catherine Debeau
und Uljana Senjuk für ihre, für eure Beiträge. Herzlichen Dank allen Ordnerinnen und Ordnern, allen, die an der Vorbereitung beteiligt waren. Aber ganz herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie hierher gekommen sind und damit Ihre Solidarität mit der Ukraine und auch den Slogan Karlsruhe steht zusammen so wunderbar mit Ihrer Stimme, mit Ihrer Person, mit Ihrer Anwesenheit unterstützt haben. Ein herzliches Dankeschön an Sie alle. Wir üben heute Solidarität mit der Ukraine und wollen auf keinen Fall in die Normalität übergehen. Wir wollen auch verhindern, dass wir morgen solidarisch mit Finnland sein müssen, weil Finnland beschlossen hat, die NATO-Mitgliedschaft zu beantragen. Mit Georgien solidarisch sein müssen, weil Georgien die Mitgliedschaft in der EU beantragt hat. Beides Vorgänge, die sich mit der Enkel von Herrn Putin überhaupt nicht in Einklang bringen lassen. Und wer würde denn ernsthaft glauben, wenn Putin sich durchsetzt, dass dann nicht doch auch China und andere Mächte dem Beispiel folgen und sich etwa Taiwan unter den Nagel reißen? Eine Befürchtung, die es übrigens letzte Woche auch schon in internationalen Thinktanks gab. Und deswegen stehen wir zusammen, nicht heute für die Ukraine, aber insgesamt für Frieden, Freiheit und Demokratie in Europa, überall auf der Welt. Und mit dieser Botschaft bedanke ich mich bei Ihnen, wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg und lassen Sie uns ab morgen weiter viel von dem umsetzen, wofür wir uns hier heute getroffen haben und auch gemeinsam eingestanden sind. Vielen Dank.